Kann ich mit dem Feuer auch da hochklettern? Und ja, nice. Okay. Komm da. Take this mal, Mofu. Und putz. Oh, gimme hard. No, okay, gimme no hard. Da ist noch einer von denen. Oh, hard. Jetzt. So, Rubin. Und hier schätze ich mal, genau, kann man wühlen. Nice! Sehr gut. Okay, wo bin ich jetzt? Boah, das ist irgendwie so ein Never-Ending Kellergewölben-Dingen. Ich will da raus, dass es ekelhaft. Jetzt. Oh lol. Zack. Geh weg. Und zack. Ich finde das scheiße, dass man die als Wolf nicht am Boden angreifen kann. Ist echt irgendwie doof gelöst. Nice, der fällt runter. Zack. Sag mal vorsichtig. Nice. So, geradeaus. Das war doch... Entweder das war bei der Wii-Version so, oder es war bei Skyward Sword so, dass man irgendwie balancieren musste. Das fand ich ziemlich cool. Was ist gerade mit dem Joystick los? So komisch. Das Balancieren war schon echt cool, finde ich. Also ich glaube zumindest, dass es da war. Ich kann mich auch irren. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Nee. Oh. Nein. Nein! Geh weg! Ah, Junge! Ah! Zack! Easy! Herzchen! Nice! Und jetzt hier rein! Auf zu Zelda! Auf geht's! Auf geht's, ab geht's! 3 Tage wach! Genau! Das war's, was ich gemeint habe. Toll, ist wieder krasser Wind am Start. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. So, hier sollte noch alles so sein, wie es früher war, wo wir das erste Mal hier waren. Falls ihr euch erinnert. Was war das da eben in der Schattenwelt? Da kann ich rüber. LOL! Einfach mal 50 Rubinen, nice! So, laufen! Laufen! Kein Bock zu kämpfen! Ich will einfach nur laufen! Ich warte! Ich muss jetzt doch kämpfen, weil mir langweilig ist! Nein! Kann ich hier rüber? Muss ich, oder? Jo. Lol. Was ist das? Geld? Herz? Nice. Junge, geh da hoch. Danke. So, das Stuff. Nicht zu übersehen, Leute. Nicht zu übersehen. Junge. Die Fliegerdinger, die regen mich schon die ganze Zeit über auf. Warum gibt es die überhaupt? Warum haben die ein Recht zu existieren? In irgendeine ökologische Nische muss man halt rein. Muss man die halt reinpacken. So, Zelda, hallo. Wir sind beide voll am Arsch, hilf uns. Scheiße, Zelda ist nicht da. Oh, Zelda ist da. Hmm.
Pepsi. Da ist schon wieder kein Sound. Moment, wartet. Ich bitte euch, verratet uns, wie wir den Fluch brechen, der auf Link liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Link von seinem Fluch erlösen. Aha, ein Radar. Was ihn bindet, ist seine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, wohnt die Magie wohnt der Magie eine Kraft inne, die eben dies verhindert. Geht in den heiligen Hain, tief in jeden Wald, der vom Lichtgeist Ferone geschützt wird. Dort findet ihr das Masterschwert. Ja! Was die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird die Finsternis bezwingen. Das Masterschwert, ja, ist eine heilige Waffe. Ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinen Herzen werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Link von den Göttinnen Hyrules auserwählter Held. Wie du bin auch ich von unseren Göttinnen mit einer seltenen Kraft gesegnet worden. Ist das nicht wunderbar, Link? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Und ihr, Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Verrate diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Schattenspiegel? What? Weißt du, Midna, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen du bist. Total random. So viele Schmerzen hast du auf dich genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt du doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte dich, Midna, nimm dieses Geschenk an. Nein, wenn ihr das tut, Link, haltet sie auf! Tudum. Wir müssen zurück, Link, zurück in den Wald von Firun. Prinzessin Zelda, ihr gabt mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. What? Oh nee. Oh nee. So, auf! Ist gleich wieder ganz anders als mit Musik. Also, wir können jetzt nicht mehr zum Schluss oder wie. Nice. So, aber die Musik ist glücklich, also sind wir auch glücklich. So, wutz, wutz. Zack, okay, habe ich nicht erwischt, scheiße. Aber ich würde sagen, wir geben uns erst in der nächsten Folge bzw. Aufnahmesession in der Richtung des Waldes von Firone. Oh yeah. Und ja,
bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, dass wir bei der nächsten Aufnahmesession wieder ganz der alte Link werden, Tommy werden können, kennen und lieben. Also, tschau, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, zu bewerten und zu kommentieren. Und ja, tschau, bis zum nächsten Mal.